Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich zeige euch heute meinen Einkauf mit ein paar Cheats. Und im Hintergrund läuft der Fernseher. Ich hoffe, das stört nicht. Zuerst einmal kommt ein ganz beliebter Cheat von mir, und zwar Milchreis von Müller. Link in der Beschreibung. Nein, Spaß. Kann man ja mal sagen, Müller, oder? Kennt ja jeder. Richtig viel habe ich davon geholt. Und ihr werdet heute hier viel Fettarmes sehen, weil, warum? Also das sage ich schon mal vorweg. Weil Kohlenhydrate sind bei mir in der Diät kein Problem. Da kann ich ziemlich viel von essen und es macht mir, also ist nicht schlimm. Eiweiß ist auch kein Problem, kann ich auch gerne viel essen. Aber Fett, ich versuche auf 50, 60, maximal 70 Gramm Fett zu bleiben. Und deshalb wird vieles fettarm sein, weil das erreicht man ziemlich schnell. Ja, wie ihr wisst eigentlich, wenn ihr eure Kalorien zählt, wisst ihr das. So, also Milchreis, wenig Fett, ein Becher hat ungefähr 200 Kalorien bis 250, also finde ich sehr gut, ja, schmeckt. Ist halt ein kleiner Cheat von mir. Dann habe ich hier den zweiten Cheat, das sind die Ofenchips von Funny Frisch, eine extrem krasse Empfehlung von mir. Warum? Weil die wieder kaum Fett haben, die sind unter 10% Fett. Und schmecken wie richtige Chips, also echt geil, top. Und ich liebe ja Chips, wisst ihr. Dann habe ich hier noch eine Biomilch, Reismilch und eine normale Milch, Kuhmilch. Joghurt, auch fettarm. Den Joghurt werde ich, das nehme ich auch schon mal vorweg, mir immer machen. Also ich habe mir, ihr wisst, in der Massephase habe ich mir Milch gemacht, ja, zum Beispiel die mit Haferflocken und Obst und so weiter. Und jetzt, da ich in der Defi bin, muss das Ganze fettärmer, ja, natürlich, und kalorienärmer auch sein. Deswegen werde ich, anstatt Milch, werde ich jetzt mit Joghurt essen. Okay, Fettgehalt ist hier gleich, aber ich lasse die Haferflocken weg, weil Haferflocken schmecken in Joghurt meiner Meinung nach nicht so gut wie in Milch. Deswegen Haferflocken weg, Joghurt und mit verschiedensten Obstsorten, Nektarinen, Obstsorten natürlich, Nektarinen, Trauben, wie heißen die Dinger nochmal? Birnen, Kiwi und Bananen. So werde ich mir eine Mischung machen. Ja, als Mahlzeit dann abends, anstatt meinen Haferflocken, dann Joghurt mit Obst. Dann habe ich eine Kokosmilch, die schmeckt richtig geil mit Hähnchen, Reis und Gemüse und natürlich wieder fett reduziert. Und die hat hier zum Beispiel 12 Gramm Fett. Ich glaube, die nicht fettreduzierte hat dann 30 Gramm Fett, so irgendwie ungefähr. Also ich mag die ehrlich lieber als Sahne, weil wenn man zu viel Sahne konsumiert, bei mir ist das so, kriege ich Bauchschmerzen, ja. Und wenn ich Kokosmilch, kann ich so Echsen, kriege ich keine Bauchschmerzen. Ist ja auch bei, ich glaube in Thailand so, da verwenden die keine Sahne oder kaum Sahne, sondern anstattdessen Kokosmilch. Und da kommt man viel besser mit der Verdauung klar, wie ich finde. So, dann habe ich hier ein paar Krevetten, beziehungsweise Scampi oder Garnelen, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ist immer gut. Mit Bohnen. Bohnen habe ich hier auch irgendwo. Mit Bohnen, also ich habe hier getrocknete Bohnen, die muss man richtig lange kochen, aber dann schmecken die zum Beispiel sehr gut mit Scampi. Oder mit Tomatenmark und Zwiebeln, so als Chili sin carne, ja, Chili ohne Fleisch, dann natürlich noch mit Chili scharf, gut gewürzt, schmeckt richtig gut. Meine roten Linsen, kennt ihr. Dann habe ich hier etwas, was ich fast nie esse, aber heute hatte ich mal Lust drauf, weil es gut schmeckt. So ein Fischfilet, ja. Warum esse ich das? Also es hat 40 Gramm Fett, eine Portion. Eine Portion ist so ein ganzes für mich. Da steht drauf, eine Portion ist ein halbes, aber davon wird man ja nicht satt. Also ich esse so eins auf einmal mit Kartoffeln und Gemüse. Also 40 Gramm Fett pro Portion. Das kann ich mir mal erlauben, weil ich in der Diät nur zweimal am Tag esse. Und zwar nach dem Training und abends. Jeweils eine große Mahlzeit. Und durch die Kartoffeln kommt kein Fett hinzu, durch das Gemüse auch nicht. Also habe ich 40 Gramm Fett pro Mahlzeit und dann esse ich abends vielleicht noch 10, 20 Gramm Fett durch das Obst und den Joghurt. Und dann habe ich 50, 60 Gramm Fett, mein Fett erreicht. Also kann ich mir pro Mahlzeit manchmal schon so viel Fett erlauben. Das schmeckt gut. Hier steht Fischfilet, 100% Filet, ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, ohne Zusatz von Farbstoffen, ohne Zusatz von Aromen. Über 1 Million Gewinne, hier 1000 Siegel irgendwie. Also ich weiß nicht, ob man den glauben soll, ob das guter Fisch ist oder nicht. Ist ja irgendwie so geformt, so perfekte
perfekte Form und so, weiß man ja nie so richtig. Aber ich mag das, da sind sicherlich ein paar Omega-3-Fettsäuren dabei und ich kann es mir mal erlauben, sage ich mal so. Ja, weil ihr wisst, also ihr kennt mich, ich esse, guck mal, fast alles ist in der Grundlage, von der Grundlage her gesund, ja. Und ab und zu sind ein paar IIFYM-Sachen dabei. Genau, also ein paar Fitzio-Macros-Lebensmittel, das heißt nicht so gesund, aber passt trotzdem in meine Makronährstoffverteilung und in meine Kalorien und ich erreiche mein Ziel und kann mir trotzdem immer was gönnen oder ab und zu was gönnen. Das ist für mich die perfekte Kombination einfach. Hier ein paar Möhren, in der Diät knabber ich die sehr gerne, weil eine Möhre hat vielleicht 20 Kalorien und schmeckt so ein bisschen süßlich meiner Meinung nach. Ja, man hat was im Mund, also man sitzt nicht da mit knurrenden Magen. Große Empfehlung von mir, weil Obst hat dann schon ein bisschen mehr Kalorien. Eine Banane hat, sage ich mal, 90, 100 Kalorien. Eine Möhre hat 20. Also könnt ihr euch in der Diät sehr gut erlauben zu knabbern. Ich habe hier Vollkorntoast, ist eher für meinen Bruder für die Arbeit, aber ich werde auch mal naschen, zum Beispiel mit dem Chili. Eine Scheibe Vollkorntoast dazu. Ja, so zwischendurch schmeckt sehr gut. Schwarzbrot, klar, wäre besser, aber ich stehe überhaupt nicht auf Schwarzbrot. Das ist immerhin kein Weißtoast, sondern Vollkorntoast. Also, ja, ist jetzt nicht die Welt, aber wie gesagt, kann man sich mal gönnen. Ich werde eine Pizza machen, werde ich auch aufnehmen. Die Fitness aus Kapizza, eigentlich wollte ich die mit Nils machen. Ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Aber haben wir nicht mehr geschafft. Wir haben so viel gefilmt, aber die Pizza haben wir nicht geschafft. Wir sind doch in Zeit. Stress ein bisschen geraten und deswegen werde ich die machen. Auch wieder fettreduziert, fettreduzierter Käse. Schmeckt nicht so gut natürlich wie fetter und ist vielleicht ein bisschen mehr verarbeitet, da das Fett irgendwie entzogen wurde. Ich weiß auch nicht, wie der Fettentzugsprozess hier funktioniert beim Käse, aber eine Pizza ohne Käse geht ja nicht. Aber wenn ihr die Pizza sehen wollt, dann könnt ihr ruhig mal in meinen weiteren Videos wieder einschalten, würde mich freuen. So, ich habe mir ein Muffinblech gekauft. Ich werde auch die Fitness-Oscar-Muffins machen. Es gibt so viele Fitness-Oscar-Gerichte, ja. Habe ich halt irgendwie drauf. Manchmal bin ich so kreativ und dann denke ich mir solche geilen Sachen wie Muffins aus, Kuchen, Pizza, Burger, Döner, alles auf Fitnessbasis, weißt du? Oder wisst ihr? Und deswegen hier Fitness-Oscar-Muffins werde ich auch bald wieder machen. Und ich hatte nie ein Muffinblech, ich musste irgendwie kombinieren immer, aber jetzt perfekt. 12 Stück. Wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr auch in meinen folgenden Videos wieder einschalten. Die Pizza wird mit Creme, eigentlich Creme Fraiche, hat 30 Gramm Fett, dann gibt es Creme Légère oder Creme Leicht mit 15% Fett, Entschuldigung. Und dann habe ich die Creme Frischli gefunden zum ersten Mal mit 10% Fett. Mal schauen, wie die schmeckt. Kommt auch auf die Pizza. Pizza wird richtig geil aus Haferteig, dann Hähnchenbrust, diese Creme Fraiche drüber, Käse drüber, dann noch Tomaten, Rucola, denke ich mal. Mal gucken, denke ich mir mal was aus und die Pizza wird so geil. Die meine treuen Zuschauer kennen die schon. 8 Minuten, ich mache jetzt nur noch schnell. Auch wieder fett reduziert. Sowas schmeckt zum Beispiel gut als Soße, auch mit Tomatenmark, ein bisschen Milch oder Wasser verdünnen, auf Nudeln oder so, auch mit Hähnchen. Kann man vieles Verschiedenes draus machen. Fett reduzierte Sahnesoße kann man mit diesem Schmelzkäse sehr gut machen. So. Und das war's. Kaugummis sind sehr wichtig für den Muskelaufbau und Fettabbau. Link in der Beschreibung, mein Spaß. So, ich gehe gerne immer einfach mal mit einem Kaugummi nach draußen. Also ich habe es immer an der Tür stehen, bevor ich rausgehe, und einfach Kaugummi rein, damit man besser riecht. Kann ja sein, dass man mal zufällig eine hübsche Frau trifft und zufällig küsst du die. Das wäre schön, aber so läuft es leider nicht. So, ich habe alles. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.